Hallo zusammen. Es ist mir ein großes Vorrecht, dass ich heute ein Lied mit meinen Geschwistern und mit allen Angeheirateten singen darf. Das Lied heißt Eins bis zum Schluss und es kommt wieder aus der direkten Praxis unseres Alltags. Ich denke, Eins bis zum Schluss sagt ein bisschen aus. Wir hatten immer wieder so Momente, oder ihr kennt die ganz bestimmt auch, wo man verfolgt eigentlich dasselbe Ziel, man hat dasselbe im Herzen. Und doch gibt es einfach diese Momente, wo irgendetwas uns teilen will und es fühlt sich an, als würde man nicht mehr in die Einheit kommen. Wer kennt das alles? Ich bin mir sicher, dass jeder mal oder mindestens einmal diese Situation kennt, eben von dieser Trennung. Man hat eigentlich dasselbe Ziel im Herzen. Und das hat mich sehr beschäftigt, auch in den letzten Monaten, dass es mich zu einem Lied verleitet hat, es zu schreiben. Nämlich deshalb, weil ich gemerkt habe, es ist nicht ganz normal. Weil wenn du dasselbe im Herzen hast und es will einfach nicht mehr zusammenkommen, dann ist irgendeine andere Macht noch im Spiel. Und ich beobachte das schon seit langer Zeit auch in unserem Leben, dass gerade dort, wo die gemeinsamen Ziele am höchsten sind, und ich rede da nicht von irgendeiner Karriere, sondern von Weltveränderung, dort stürmt es am allermeisten. Und das wundert mich auch nicht, weil in der Schrift steht auch, wenn nur 2 bis 3 vereint sind, ist ihnen nichts unmöglich. Und deshalb kann ich mir sehr gut vorstellen, dass gerade deshalb, weil 2 oder 3 die ganze Welt auf den Kopf stellen können, diese Einheit auch angefochten ist. Sie wird attackiert und ich bin überzeugt davon, dass auch unsichtbare Mächte da mit im Spiel sind und die nenne ich im Lied böse Geister. Und das Lied ist deshalb speziell, weil wir direkt diese Geister ansprechen, diese Mächte, die das verhindern wollen, die verhindern wollen, dass wir eins sind, trotz allen Richtungen und Charakteren und Bewegungen. Sie wollen nicht, dass wir eins sind und diese Welt auf den Kopf stellen. Und deshalb habe ich gedacht, schreiben wir mal ein Lied direkt an diese Adresse. Wir schicken sie, diese Mächte, die uns trennen wollen, zum tiefsten Grund. Ihre Zeit ist vorbei. Sie können uns nicht mehr diese trennenden Gedanken in den Kopf schmeißen, dass wir immer etwas finden, wo wir uns gegenseitig irgendwo aufschreiben können. Gerade in dieser Zeit, wo so viele Bewegungen hochkommen und auch verschiedene Charaktere aufeinanderstoßen, es würde immer einen Grund geben, sich irgendwo zu verhaken. Aber diese Macht, die schmeißen wir heute weg und wir werden Welten bewegen und zusammen eins sein bis zum Schluss. Das ist meine Message. Es ist ein Schnitt ins eigene Fleisch. Sind du und ich über kurz oder lang entzweit? Dasselbe Ziel verfolgen wir, doch um jeden Preis will uns etwas teilen. Nenn es wie du willst, ich nenne es ein böser Geist. Wenn er sagt, gebe auf, ihr bewegt doch nichts. Stehe auf und sag ihm ins Gesicht. Geh weg von hier, geh weg von uns. Geh und bleibe im tiefsten Grund. Du hast versucht, uns zu teilen, deine Zeit ist hiermit vorbei. Ich stell uns unter Gottes Schutz, denn da sind wir. Durch unsere Angst hat er Macht, doch er ist nur ein Schatten an der Wand. Hab keine Furcht, denn er hat nichts, es sei denn du gibst ihm Gewicht. Mach es wie du willst, aber er gibt dich nicht. Wenn er sagt, gebe auf, das überlebst du nicht. Stehe auf und sag ihm ins Gesicht. Geh weg von hier, geh weg von uns. Geh und bleibe.
für Schritt. Überall die bösen Geister, machen wir die Schotten dicht. Unterschätzen wir die Kraft nicht, die in unserer Einheit steckt. Sind nur zwei bis drei vereint, dann wird die böse Macht zerfetzt. Geh weg von hier, geh weg von uns, geh und bleibe, bleib im tiefsten Grund. Du hast versucht, uns zu teilen, deine Zeit ist hiermit vorbei. Ich stell uns unter Gottes Schutz, denn da sind wir eins bis zum Schluss. Bleibe, bleibe.